Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Talking Malls. Die heutige Flasche wird wieder vom Blue.de bereitgestellt. Verlinkung einmal wieder unten in der Videobeschreibung. Und bevor ich jetzt die Flasche eröffne, kurz ein paar Worte. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche und Grüße bezüglich des Hochzeitsvideos, was ich ja vor ein paar Tagen hochgeladen habe. Hat mich wirklich sehr gefreut und ja, solche Momente, solche schönen Tage, die teile ich dann auch mal ganz gerne mit euch. Fand ich sehr schön. Und ich muss mich auch auf jeden Fall bei euch entschuldigen, dass jetzt so lange kein Video gekommen ist. Das war ja, boah, das letzte Tasting 4 Wochen oder so her, glaube ich. Das Problem war halt, dass ich jetzt letztens 2 Wochen in Moskau war, wieder beruflich. Davor wollte ich eigentlich 2, 3 Videos drehen. Allerdings lag ich dann flach, deswegen Nase zu, mit Erkältung kann ich leider kein Video drehen. Jetzt bin ich aber wieder da, allerdings fliege ich morgen auch wieder direkt in die Flitterwochen auf die Malediven für 2 Wochen. Ja, deswegen will ich heute auf jeden Fall 2 Videos drehen, dass jetzt heute am Sonntag eins kommt und dann während meinen Flitterwochen noch eins. Vielleicht lade ich das jetzt auch am Montag erst hoch, werdet ihr dann sehen. Ja, und ein ganz großes Problem, was ich dann noch habe, am 18. November oder Mitte November komme ich ja dann wieder. Und dann muss ich im Dezember schon wieder nach Moskau. Und wie ihr wisst, ist jetzt am 1. 2. Dezember ist ja der erste Advent. Und da sind ja eigentlich immer meine Advents-Specials. Boah, da bin ich am Kämpfen, dass ich irgendwas noch durchkriege. Weil natürlich habe ich jetzt noch gar nichts geschmückt. Ich habe auch noch nichts geplant, auch keine Flaschen wirklich ausgesucht. Das heißt, wenn ich dann wieder da bin von den Flitterwochen, muss ich wirklich reinkloppen, dass ich hier das Intro drehe und was weiß ich nicht was. Muss ich gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja. Jetzt aber zur Flasche. Ich probiere heute den Tomentaul 16 Jahre, habe ich mir überlegt. Ich war jetzt längere Zeit weg, also etwas älteren Whisky mal wieder. Und das ist auch eine Flasche, die ich jetzt schon länger nicht mehr hatte. Und zwar ist das ein älterer Scotch, der ausschließlich in Bourbonfass reifte. Hatte ich, glaube ich, wirklich schon länger nicht mehr. Das war ja meistens immer mit irgendwelchen Finishes oder mit Sherry-Einfluss. Der ist jetzt wirklich nur im Ex-Bourbon-Fass gereift. Der Gentle Dram. Ja, und hier hinten sieht man schon, der hat wohl ziemlich viel Preise gewonnen. Ich habe vorhin auch noch mal kurz nachgelesen, der hat wohl auch, boah, war das 2016? Hat er, glaube ich, in dieser Whisky-Bible von diesem Jim Murray, wie heißt der jetzt nochmal? Irgendwie so Murray, glaube ich. Hat der 94,5 Punkte bekommen. Wobei auf diese Whisky Bible, auf dieses Gehype, da lege ich eigentlich keinen Wert drauf. Ja, bin ich selber mal gespannt, wie der hier schmeckt. Das Video mit der Kerstin steht ja auch noch aus. Und ich habe mir überlegt, ob das vielleicht eine Flasche ist, unter anderem, ich möchte ja mit ihr 2 probieren, die ich vielleicht ihr zeige. Mal schauen, je nachdem, wie das jetzt so ausfällt. Mit 16 Jahren könnten natürlich auch ordentlich Eiche vielleicht vorhanden sein. Deswegen mal schauen. Also in der Farbe Amber Gold ist aber, glaube ich, gefärbt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Gott, färben die? Ja, mit Farbstoff steht drauf. Also man weiß nicht, wie hell der ist oder wie dunkel. Dann im Vordergrund sanfte Früchte, Andeutung von Haselnuss und Vanille. Und dann im Geschmack erst eine Samtigkeit mit nussigen, malzigen Malz. Und das dann stärker wird zu einer würzigen, komplexen Holznote. Ja, und dann Finish wieder erst samtig und dann wird es nachher etwas würzig im Finale. Ja, Goldmittel, 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 Goldmittel. Farbe, nichts für mich. Aber kommt ja auf den Inhalt an. Deswegen, ich denke schon, dass der hier ziemlich lecker sein wird. Hatte ich auch schon öfter auf dem Schirm, ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, der kostet sogar keine 50. Ich glaube sogar, ich weiß gerade gar nicht, um die 50, glaube ich. Zack.
Da war jetzt leichtes Aroma, leichte Frucht. So. Boah, sehr floral ist er gerade für mich. Sehr floral, wie so ein Blumenladen. Ja, aber stimmt, auch so eine sehr süße Note dabei. Holzig süß. Eiche ist auf jeden Fall auch schon da. Eine ganz zarte Eichenwürze, aber nicht wirklich würzig in der Nase, also nicht stechend oder unangenehm. Ich muss zugeben, das ist der erste Whisky, den ich mir jetzt seit 2 oder 3 Wochen eingieße. Auf jeden Fall so leicht Vanille. Und jetzt kommt wirklich so eine schöne fruchtige Süße. Erinnert mich so an Clementin, Mandarin. Und ja, so einen leichten Honig im Hintergrund. Aber vordergründig auf jeden Fall Früchte, Clementinen, Mandarinen, vielleicht auch ein Pfirsich. Ja, so nektarmäßig. In letzter Zeit trinke ich hier wieder Granini Pfirsichsaft. Und so eine leichte Assoziation von diesem Pfirsichsaft habe ich immer wieder mal in der Nase. Alkohol spürt man eigentlich fast gar nicht. Wie viel hat denn der? 40. Ja gut, da ist ja auch nichts drin. Ja, ich glaube, diese leichte Würzigkeit von der Eiche, die ich habe, die verbinden die wahrscheinlich mit dieser Haselnuss. Aber für mich ist das gerade eher so eine holzige Note. Wunderschönes Mundgefühl, Speichelfluss. Jetzt kommt auch leichte Würze, aber ist auch nur relativ dezent. Gibt aber so leicht Kontra. Ansonsten ist er wirklich, boah, sahnig, Karamellbonbon, fruchtig. Auch wieder wie so, ja, wie zum Beispiel hier dieser Pfirsichnektar. So leicht dickflüssig sogar im Mund. So eine Assoziation habe ich. Also richtig schönes Mundgefühl, der schmeichelt so richtig. Boah. Im Geschmack waren auch wieder, ja, eher Früchte im Vordergrund. Aber jetzt kommt, ja, jetzt kommt diese Haselnussnote im Abgang, nicht in der Nase, eher so im Abgang jetzt. Kommen jetzt diese Tannine, zarte Bitterkeit, nicht wirklich viel und dann halt diese Nussigkeit im Abgang. Ja, und so leicht Orangenschale. Auch zart bitter, aber fruchtig. Oh, der ist schön. Und ich sag mal, gefährlich. Ein gefährlich gefälliger Scotch. Er ist jetzt nicht so hochkomplex, so, ich würde sagen, so leicht eindimensional. Hat halt sehr fruchtig süß. Und die Eiche bietet so ein bisschen Kontra, aber ist halt Ex-Bourbon, ne? Da ist
Die Eiche halt sehr mild, aber schöne Aromen. Vor allem Mundgefühl und Geschmack. Boah. Nase ist jetzt auch beim zweiten Mal noch angenehmer als vorher. Oh. Da habe ich sogar jetzt so leicht Apfelsaft auch drin. Apfelsaft mit Pfirsich, Mandarin, Clementin. Und auf jeden Fall, da merkt man die 16 Jahre, das ist jetzt nicht so wirklich hell, sondern das ist schon etwas, ja, gedrungener, sage ich mal. Das Mundgefühl ist einfach mega. Wie so ein Bonbon. Leicht dickflüssig, immer süßer werdend. Boah. Glaube, das ist auch nicht das letzte Glas von dem. Schon je nachdem, was ich mir hier gleich noch einverleibe. Beim zweiten Video wahrscheinlich der hier dann noch mal so vom Fernseher abends. Oh. Ja, jetzt habe ich wieder so da diese leichte florale Note. Und der ist wirklich auch im Geschmack echt gefährlich, süßlich, süffig. Alkohol wunderbar eingebunden und diese Eiche bietet dann leichten Kontrapunkt mit einer leichten Würzigkeit auf der Zunge, nicht wirklich viel und dann im Abgehakt mal wieder diese ja, Orangenschale mit Haselnuss. Kann man fast schon kauen, ey. Geil. Ja, für den Preis, 16-jährigen Scotch. Eigentlich kleiner Geheimtipp sogar. Lecker, lecker, lecker. Jo. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder ein. Hoffe, dass ihr auch morgen einen guten Flug habt zu den Malediven. Also, würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder bei mir einschaltet. Ciao.